Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder einmal, muss man sagen, im Kultur- und Kongresszentrum zu Gast. Denn hier laufen derzeitig die zweiten Gera-Mädchentage. Andreas, das sind nicht die Mädchentage, das sind die Medientage. Aber ich habe schon eine ganze Menge Mädchen hier gesehen. Ja, aber Medien gibt es mindestens genauso viele und die sind sehr interessant. Okay, ich kümmere mich also um die Mädchen und deswegen moderiere ich auch die aktuelle Ostthüringen-Schau. Natürlich, natürlich. Also mein Thema sind heute die Medien und die stehen hier im Mittelpunkt und deswegen werde ich die Ostthüringen-Schau moderieren. Mal sehen, wo wir uns dann treffen. Und damit hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ostthüringen-Schau. Ja, die Claudia hat mir erzählt, es sind ja nicht nur eine Menge Mädchen hier vertreten, sondern auch eine Menge Medien. Und Sie als Veranstalter sind derjenige, der da ganz genau Bescheid weiß. Vielleicht können Sie mir sagen, wer hier alles vertreten ist. Ja, es sind die Medien vertreten, die man so kennt. Das ist das öffentlich-rechtliche Medium, der MDR konkret, das Landesfunkhaus Thüringen. Dazu die privaten Anbieter Landeswelle und Antenne. Dazu auch viele Internetfirmen. Wir haben das Phonradio. Wir haben das Bürgerfernsehen, den offenen Kanal hier. Wir haben verschiedene Internetfirmen, die auch darüber hinaus die Internetplattformen immer stärker hervorheben. Wir haben Firmen wie beispielsweise die Telekom, die auch diese Internetplattform dadurch stärkt, dass sie neue Übertragungsprotokolle vorstellt. Die Geschwindigkeit, das heißt Geschwindigkeitssteigerung bis hin zu natürlich sind die Interessen verschieden. Das heißt, wir haben beispielsweise Ausbildungswege zum Journalisten. Das ist heute Morgen um 11 gewesen. Wir hatten da eine ganze Menge Andrang von jungen Leuten, die einfach wissen wollten, wie läuft das, wie werde ich Journalist, welche Möglichkeiten gibt es da zu diesem Beruf, ob das nun ein Traumberuf ist oder nicht, sondern es wurden ganz konkret von dem Fachmann, von dem richtig alten Fahrensmann des Journalismus, wurden dort Tipps gegeben, Hinweise und auch, ich glaube, auch einige Illusionen genommen. Weiter gibt es also Möglichkeiten, sich zu informieren, sicherer Zahlungsverkehr im Internet zum Beispiel. Das ist natürlich prädestiniert für eine Bank, für die Gera Bank, die organisiert diesen Vortrag mit hochkarätigen Menschen, die sich auskennen, die also auch viel Erfahrung haben, die auch Fragen beantworten können, die das ganze Umfeld sehr genau beobachten. Denn auch da gibt es ja Entwicklungen, die rasant vorwärts gehen und dort ist es sicher nötig, Dinge zu besprechen, was kann ich sicher tun im Internet und was ist, sind Dinge, wo Vorsicht geboten ist. Das kann man hier erfahren. Darüber hinaus hatten wir einen sehr schönen Auftritt des Theaters Altenburg-Gera. Die haben Ausschnitte aus ihrem neuen Programm gezeigt, auch eine neue Farbe auf Gera Media. Das Theater war sehr gern bereit, das zu tun. Sie präsentieren sich ja auch mit dem Stand. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Ja, dass also alle, die hier vertreten sind, ob Medien und das Theater ist ja auch ein Medium, es spiegelt die Welt auf irgendeine Art und Weise, sich hier mit einbringen. Ja, wird es denn nächstes Jahr wieder eine Gera Media geben? Ich gehe davon aus. Uns beschäftigt die Frage, weil ja Gera den Zuschlag für den Thüringen-Tag bekommen hat. Mhm. Ob es da eine Verbindung geben sollte, ob es sie geben wird. Und wenn ja, eine Verbindung, wie organisieren wir das, dass wir da mit klarkommen, weil die Charakter der Veranstaltung sind ja schon verschieden. Aber sicher ist angestrebt, dort Verknüpfungsmöglichkeiten für die dritten Gera-Medientage zu finden. Da sind wir mal gespannt, was nächstes Jahr passiert. Eines der wichtigsten Medien ist natürlich auch das Buch. Und einer der bekanntesten Buchautoren Geras ist Werner Simson. Ich denke, Sie werden ihn kennen. Ja, natürlich. Seine aufopferungsvolle, so muss man es wirklich sagen, Recherche zur Geschichte der Juden in Gera und seine, glaube ich, jetzt 5 Bücher, haben wirklich auch deutschlandweit Aufsehen erregt. Und ich weiß, dass er sehr krank ist und sich gerade im Krankenhaus befindet. Und ich möchte ihm auch von hier aus alles Gute und gute Besserung wünschen. Und falls Sie noch nicht wissen sollten, wer Werner Simson ist, hier sehen Sie ein Porträt über ihn.
Der folgende Beitrag wird präsentiert vom BEK Autohaus Thüringen in Gera, Keplerstraße 11, Telefon 0365 73 7020. Als Werner Simson im Sommer dieses Jahres den dritten Teil seines Bandes Juden in Gera im Foyer des Rathauses zu Gera vorstellte, waren Politiker aus allen Fraktionen anwesend. Kein Wunder, hat er doch mit seinem Lebenswerk große Verdienste errungen, die das Ansehen der Stadt im Kampf gegen das Vergessen auch überregional stark anhob. Werner Simson vereinigt mit seinem Werk alle Interessen im Sinne der Humanität und ist so der Förderer von Toleranz und Engagement, eine Symbolfigur der Stadt. Aus diesem Grunde wurde er mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Gera gewürdigt. Doch wer ist Werner Simson, dessen Werk vom Oberbürgermeister Ralf Rauch und vom Herausgeber seines Bandes Erhard Roy Wien doch nicht nur von diesen festlich hervorgehoben wurde? Seit 1927 lebt Simson in Gera. In seiner Kindheit und Jugend war er stark von der Verfolgung jüdischer Familien durch den Nationalsozialismus betroffen. 1944 wurde sein Vater im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Auch andere Familienangehörige kamen in der schwarzen Zeit ums Leben. Simson selbst wurde 1944 in ein sogenanntes Erziehungslager in den Buna-Werken Schkopau deportiert, von wo er in den letzten Kriegswochen flüchtete. Seitdem widmet er sein Leben der Aufarbeitung der Geraer Geschichte im Nationalsozialismus und erreicht auch große Akzeptanz im Ausland. Für ein Interview konnte der zurzeit schwer erkrankte Werner Simson leider nicht zur Verfügung stehen. Besuchen Sie die Modell und Hobby in Leipzig. Die Ausstellung für Modellbau, Modelleisenbahn und kreatives Gestalten. Kommen Sie zum Leipziger Spielfest auf das Messegelände. Vom 6. bis 8. Oktober, täglich ab 10 Uhr. Und das Highlight am Freitag, 19.30 Uhr, die große Drachenshow mit Feuerwerk. It's Honky-Tonk-Time. Festhalten und durchstarten. Am 30. September wird Eisenberg in ein Mekka der Live-Musik verwandelt. Das legendäre Honky-Tonk-Kneipen-Festival kommt. 16 Live-Bands werden in 16 Kneipen, Restaurants, Bars und Clubs diesen Abend unvergesslich machen. Neu von Blaupunkt, der Travel Pilot RNS 149. Das Autoradio mit Navigationssystem. Jetzt testen. Blaupunkt, der Pluspunkt im Auto. Die Wertpapiermesse für Ihre private Vermögensplanung. Es erwarten Sie über 80 Berater, eine umfangreiche Ausstellung sowie Workshops und Vorträge zu den Themen Vermögensaufbau, Aktienfonds, Steuern sparen, Vermögensverwaltungen, Online-Banking, Research und Brokerage, private Altersvorsorge, Fondsoptimierung, fondsgebundene Vermögensverwaltung. Tja, dieses Mädchen habe ich schon mal getroffen. Das ist die Melanie. Und damals haben wir uns unterhalten über die Möglichkeiten nach der Prüfung und über die Perspektive nach der Schule sozusagen. Ist das jetzt die Perspektive, das Funkhaus Gera? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und es ermöglicht mir einfach, weit weg vom Schulstress zu kommen. Und ich habe hier auch viel Spaß eben. Und es macht mir einfach Spaß. Ja. Nun ist es ja ein Hobby und das ist ja sicherlich auch darin begründet. Das heißt, man kann dem Hobby gut frönen, da ihr nicht ständig sendet. Ja, wir sind nur ein Ereignissender, der aber auch versucht, einen lokalen, freien, offen, nicht kommerziellen Radiosender zu werden oder aufzubauen. Und wir versuchen auch immer, wenn wir jetzt Sendeerlaubnis haben, zu bestimmten Ereignissen auch vor Ort zu sein, wie auch in diesem Fall den Medientagen. Und wenn man über berufliche Perspektiven nachdenkt, das Medium Radio, könnte es schon sein? Ja, auf jeden Fall. Also es macht mir sehr viel Spaß, wie schon gesagt. Kannst du dir also vorstellen, Das Medium Radio, natürlich nicht das Funkhaus Gera, ist schon ein ziemlich altes Medium, eines der ältesten überhaupt.
hören kann man es schon sehr, sehr lange. Das sieht man auch an den Geräten, die hier herumstehen. Es hat also praktisch schon richtig historische Qualität. Eine Qualität historischer, aber etwas ganz anderer Art konnte man in Tautenhain beim Kanonenfest erleben. Und Sie dürfen es jetzt auch. Während die Gerschen am letzten Wochenende ihr Höhlerfest feierten, war auch für die Holzländer wieder Zeit zum Feiern. Am 23.09. um 14.30 Uhr wurde in Tautenhain vom Kanonenwirt Stefan Sörgel sowie vom Bürgermeister Andreas Weislecker das 8. Kanonenfest offiziell eröffnet. Zuvor aber hatten die Tautenhainer und ihre Besucher die Möglichkeit, beim Festumzug über alte Traditionen und historische Uniformgruppen zu staunen. Die traditionsreiche Kanone, welche im 19. Jahrhundert von Napoleons Truppen in Tautenhain zurückgelassen wurde, war die Vorhut des Umzuges, welcher diesmal in Unterndorf begann. Unter tosendem Beifall bahnte sich der Umzug bei strahlender Herbstsonne seinen Weg zum Tautenhainer Kanonengarten. Nach kurzer Stärkung nahmen die Marinesoldaten der französischen Kaisergarde aus Leipzig, der Lützower Freikorps 1813 aus Ebersroda und die Torgauer Lützower Jäger vor den Besuchern Paradestellung auf. Viel Wissenswertes über Geschichte und Aufgaben dieser Truppen gab es zu erfahren. So zum Beispiel, welche umständliche Prozedur es ist, einen Vorderlader schussfähig zu machen. Abgebissen. So weit abgerissen, dass er in der Lage ist, jetzt das nächste Kommando auszuführen, nämlich das Pulver auf die Pfanne zu geben. Aufgeschüttet. Patrone. Mit diesem Vorgang wird nun das gesamte Material, was man oben in den Lauf reingegeben hat, nach unten gedrückt in den Bereich der Pfanne und wird verdichtet. Außerdem wurden die Gäste in den Biwak eingeladen, welches die Uniformtruppen im hinteren Teil des Kanonengartens aufgeschlagen hatten. Zu bestaunen gab es Verschiedenes aus dem einfachen Soldatenleben. Die Fragen der Besucher an die Marinesoldaten und vor allem an die Lützower betrafen meist die Farben der Uniformen. Schwarz für die Zeiten unter der Knute Napoleons, rot für das Blut unserer gefallenen Kameraden und Gold für die Zeiten, wenn wir Deutschland wieder befreit haben. Während sich die Uniformgruppen in den nach historischem Vorbild geschneiderten Zelten zur Ruhe legten, gab es für die Großen und Kleinen noch viel mehr zu erleben. An der Schießbude konnten sie, nicht mit dem Vorderlader, sondern mit einem Luftgewehr, ihr Glück versuchen. Bei der Kegelmeisterschaft war Technik und Geschicklichkeit gefragt. Die Sieger wurden am Sonntag mit Glückseintrittskarten und Preisen gekürt. Eine große Attraktion für unsere Kleinen war das Ponyreiten. Selbst der Gastwirt zur Kanone, Stefan Sörgel, ließ sich nicht nehmen, sein Können hoch zu Ross unter Beweis zu stellen. Ein weiterer Höhepunkt rund um die Kanone war das Unterhaltungsprogramm der Tautenhainer Vereine. So schön ist es im Holzland. Natürlich gab es noch viel weitere Höhepunkte, die für viel Spaß und eine Kanonenstimmung sorgten. Na dann, bis zum nächsten Jahr. Am 27. September findet hier im Saal des Kultur- und Kongresszentrums die Verleihung des Jugendmedienpreises statt. Ja, da bin ich zu alt so. Andreas, apropos Mädchen, Verena kommt auch. Wer ist denn Verena? Ach, Andreas, das ist die von Big Brother. Aha, kenn ich nicht. Na egal, wir geben ab zu unseren Big Nachrichten. Herzlich willkommen zu den TVO-Nachrichten. Am Freitag um 16 Uhr eröffnen Ministerpräsident Bernhard Vogel und Erfurts Oberbürgermeister Manfred Ruge den Thüringen-Tag 2000, zu dem 700.000 Besucher erwartet werden. Von Freitag bis Sonntag werden Ausstellungen, Konzerte, Vorführungen, Gesprächsrunden mit Politikern und vieles mehr in der Landeshauptstadt geboten.
Höhepunkt ist der Festumzug durch die Innenstadt mit 6000 Teilnehmern aus allen Regionen des Landes, der am Sonntag um 13 Uhr am Nordpark startet. Am Sonntag, dem 1. Oktober, eröffnet das Lindenau-Museum Altenburg die Ausstellung Dietrich Burger – Malerei, Zeichnung, Druckgrafik. Die umfassende Werkschau ist dem Leipziger Künstler zu seinem 65. Geburtstag gewidmet. Die Ausstellung ist bis zum 26. November zu sehen. Der Zustand der Brücken im Saale-Holzland-Kreis hat sich seit 1994 beständig verbessert. In einem Brückenbauprogramm wurden rund 4,3 Millionen Mark investiert, um die 101 Brücken im Landkreis in Schuss zu halten. Die Arbeit ist aber bei weitem noch nicht erledigt. Bis 2010 werden noch rund 10 Millionen Mark erforderlich sein, um alle Brücken einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Für die neue Hauptstelle Gera der Deutschen Bundesbank wurde am Dienstag Richtfest gefeiert. Neben den am Bau Beteiligten war Oberbürgermeister Ralf Rauch bei der Feierstunde zugegen. Der Entwurf für den Neubau stammt von David Chipperfield aus London. Im Frühjahr 1999 wurde mit den Aushubarbeiten begonnen und im November 1999 konnte der Grundstein gelegt werden. Nunmehr ist der Rohbau fertiggestellt. Die Ausbauarbeiten sind bereits in vollen Gange, sodass der Neubau voraussichtlich im dritten Quartal 2001 vollendet werden wird. Dann werden die rund 50 Mitarbeiter der Hauptstelle Gera in ihr neues Dienstgebäude einziehen können. Zu den Aufgaben der Hauptstelle gehören die Bargeldversorgung sowie die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, das Kreditgeschäft mit den Banken und Tätigkeiten im Rahmen der Bankenaufsicht. Eine Telefonaktion für Arbeitgeber startet das Arbeitsamt Jena in den nächsten Tagen. Die Arbeitgeber werden kontaktiert, um über die Möglichkeiten von Altersteilzeit und die Erstattung des Arbeitslosengeldes für ältere Mitarbeiter zu informieren. Ziel ist die Ermittlung von Informationsbedarf, um gegebenenfalls Informationsveranstaltungen zu planen. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt vom 9. bis 10. Dezember in der Innenstadt von Zollenroda haben begonnen. Schausteller und Händler können sich noch bis zum 30. Oktober bei der Geschäftsstelle des DGV Dr. Gebler Straße 15 oder in der Pressestelle der Stadtverwaltung Zollenroda am Markt 1 bewerben. Eine Gemäldeausstellung wird am Donnerstag um 19 Uhr im Foyer des Theaters Greiz eröffnet. 4 Künstler, 3 Frauen und ein Mann stellen ihre Arbeiten vor. Farbige Impressionen in der Aquarellmalerei sollen vermittelt werden. Kurt Pesel aus Weida, der den künstlerischen Schaffensweg teils begleitete, wird in die Ausstellung einführen. Fleißig arbeitet man seit heute Morgen an der Raststätte Teufelstal. Der Irrgarten mitten im Maisfeld wird abgebaut. Das seit Mitte Juli offene Labyrinth ist das erste und einzige an einer Autobahnraststätte in Gesamtdeutschland. Der Autofahrer konnte sich nach einer langen Fahrt hier die Füße vertreten und sogar an einem lustigen Gewinnspiel teilnehmen. Das Motto dieses Jahr war der Teufelstaler Wolf. Peter Holstein wird auch im nächsten Jahr einen Irrgarten kreieren, der dann zum Teufelstaler Drachen geformt wird. Das Feld soll um den 30.09. abgeerntet und der Mais normal zur Silage verarbeitet werden. Etwa 8000 Laub- und Nadelbäume sollen in der Zollernroder Rabensleite auf einem rund einen Hektar großen Gebiet gesetzt werden. Die Vorbereitung, das Anlegen eines 440 Meter langen Wildschutzzaunes, wurde am Dienstag ins Werk gesetzt. Initiiert wurde die Baumpflanzaktion Gesundes Zollenroda bereits Ende April von den Energiewerken Zollenroda. Ab Mitte Oktober erhält Gera mit Susanne Buchert eine City-Koordinatorin. In ihrer Funktion soll sie mithelfen, die Geraer Innenstadt attraktiver zu machen. Zu ihren Aufgaben gehören Marketingaktionen zur Kundenbindung sowie Information und Betreuung der Gewerbetreibenden der Innenstadt sowie Informationsaustausch mit städtischen Gremien. Seit heute Morgen ist in Gera die Einfahrt in die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Jahnstraße nicht mehr möglich. Da einige Autofahrer Probleme hatten, das Straßenschild richtig zu lesen, musste die Polizei vor Ort manchmal eingreifen. Entstanden ist die Sperrung in einer Zusammenarbeit zwischen der Verkehrsbehörde, Polizei und dem Verkehrswacht Gera e.V. Eltern bemängelten die Kreuzung als Gefahrenquelle für Schulkinder, die zur Werkschule gehen müssen. Die Schließung der Einfahrt bringt nicht nur etwas mehr Sicherheit auf den Schulweg, im Wohnviertel selbst wird eine Verkehrsberuhigung und Lärmrückgang erkennbar sein. Es soll der Parkdruck abgebaut und neue Parkplätze geschaffen werden. Die Galerie im Parkhaus Sorge eröffnet am Freitag um 10 Uhr. Kinder aus Geraer Kindergärten haben in kreativen Arbeiten zur künstlerischen Ausgestaltung des Parkhauses beigetragen, die in einer ständigen Galerie präsentiert werden.
Am Montag, dem 2. Oktober, ist die IHK-Hauptgeschäftsstelle in der Geraer Gaswerkstraße 23 aus organisatorischen Gründen geschlossen. Dies betrifft auch die Geschäftsstellen der IHK Ostthüringen zu Gera in Altenburg, Zollenroda, Jena und Rudolstadt. Eine Talkrunde unter dem Motto Arm der Kommunikation in Medias Res fand am Dienstagabend im Dorint Hotel statt. Gesprächspartner waren Führungskräfte vom MDR, der WATZ-Gruppe, der Landeswelle, von Antenne Thüringen sowie Herr Dr. Hähnle von der Thüringer Landesmedienanstalt. Gesprächsthema war der Medienstandort Gera. Die Debatte verlief überaus kontrovers. Das Ausbleiben eines Ergebnisses stieß beim Publikum auf Unzufriedenheit. Ob die Diskussion dazu beigetragen hat, die Medienlandschaft in Gera positiv zu entwickeln, wird sich bis zur nächsten Gera Media zeigen. Selbstverteidigungskurse für Frauen bietet das fernöstliche Zentrum Mairong in der Geschwister-Scholl-Straße Nummer 15 an. Die neuen Grundkurse beginnen am Freitag jeweils um 13, 15 und 17 Uhr. Trainiert wird in kleinen Gruppen. Anmeldungen werden erbeten unter 0365 832 2283. Zu einem Gegenbesuch in Geras tschechische Partnerstadt Pilsen startet die Chorvereinigung Cantabile e.V. am 28. September. Bis zum 2. Oktober geht der Besuch beim Jiritschki-Chor, mit dem neben einem musikalischen auch ein Besichtigungsprogramm gestaltet wird. Bereits im Juni waren die Musikanten des tschechischen Jiritschki-Chores anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Chorvereinigung Cantabile e.V. zu Gast in Gera. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von Canapé, das Antik- und Gebrauchtmöbelhaus in Gera. Spaßparty ist am Sonnabend im Clubzentrum Komma angesagt. Ab 21 Uhr kann mit Vicky Womit und den Kreuzfeld-Jakob-Sisters gefeiert werden. Am 30. September um 16 Uhr wird die Ausstellung Schüler machen Geschichte eröffnet. Mit ihren Arbeiten bewerben sich die Schüler um den Preis des Bundespräsidenten. Am Samstag wird in Bad Köstritz das Erntedankfest ab 19 Uhr im Löwensaal gefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgen Angelika Poser-Kötsch und Andreas Hartwig. Am Sonntag, dem 1. Oktober, lädt das Autohaus AFA zum diesjährigen Herbstfest ein. Als Highlight ist eine 100 Kilometer Orientierungsfahrt durch Ostthüringen für Käfer- und Beatlefahrer vorgesehen. In der Kneipe Jedermann findet am Samstag ab 21 Uhr der Singletanz mit der Partydisco Lifetime statt. It's Party Time heißt es am Sonnabend, wenn der erste Eisenberger Honky Tonk steigt. 16 Bands werden in 16 Kneipen, Restaurants, Bars und Clubs Live-Musik zu Gehör bringen. Also worauf warten? Im Gewerbegebiet Muna bei Bad Klosterlausnitz gibt es für alle Tanzwütigen am Samstag eine Two-Step-Party mit DJ Flynn, MP, Lovin' You und Rockstar. Das Wochenende über, also Samstag und Sonntag, wird in Eisenberg das Schlosskirchenfest gefeiert. Am Samstag gastiert das Leipziger Johann-Strauß-Ensemble im Hermsdorfer Rathaussaal. Ab 20 Uhr sind unter dem Motto »Ein Abend im Dreivierteltakt« beliebte Melodien zu hören. Am Samstag findet die Greizer Elsterperle-Wanderung statt. Treffpunkt für alle Wanderfreunde ist ab 7.30 Uhr die Greizer Goetheschule. Bereits am Freitag steigt das traditionelle Parner Erntefest. Ab 21 Uhr wird die Partyband Surprise für die richtige Stimmung bei den Gästen sorgen. Am Sonntag geht ab 10 Uhr der Bauernmarkt auf dem Gelände der Parner Agrarkooperation über die Bühne. Für alle Freunde der Fotografie und schönen Bildern ist der Kulturhof Ardiciani in Zigra am Samstag die richtige Adresse. Ab 20 Uhr werden die Ergebnisse des vorangegangenen Workshops ausgestellt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Ulla Viol, die auch ihre neue CD vorstellen wird. Musikshow und ausgelassene Stimmung verspricht der Auftritt des Schauorchesters Ungelenk am Samstag ab 19.30 Uhr im Greizer Theater. Die Kreismusikschule Bernhard Stammhagen lädt am Samstag zu einem kleinen Konzert ins untere Schloss ein. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr. Frau Starke, Sie sind ja unter anderem Ausbildungsleiterin beim Globus Handelshof Gera Trebnitz. Was präsentieren Sie denn auf der Gera Media? Ja, wir sind ja eins von 33 SB-Warenhäusern. Unser Medium nach außen ist natürlich der Auftritt im Internet, den wir heute hier präsentieren. Sie haben einmal die Möglichkeit, ganz aktuelle Jobangebote der Globus-Gruppe einzusehen. Sie können sich die Standorte und sich näher über die Globus-Gruppe informieren. Ein weiteres Medium für uns ist unser Faltblatt, was ich Ihnen heute auch mal hier mitgebracht habe, wo wir also nach außen hin auftreten. Globus ist ja sehr zahlreich vertreten. Sagen Sie, gibt es in Weida eigentlich einen Globus-Markt? In Weida haben wir leider keinen Globusmarkt. Wir sind hier in Gera vertreten. Weida wäre von der Fläche her sehr eng beraumt und unsere Konzeption geht eigentlich dahin, da schon einen bestimmten Spielraum zu lassen, wo man sagt,
Dort haben wir einen Markt und deshalb leider in Weida keinen Markt. Also einen Globusmarkt gibt es in Weida nicht, aber dafür wird es dort bald einen Weidabogen geben. Aber dazu berichten wir später mehr. Zunächst erst einmal sehen Sie bei uns jetzt ein Stadtporträt. Weida, die Wiege des Vogtlands. Eine wunderschöne kleine Stadt am Rande Ostthüringens. 1122 wurde Weida erstmals erwähnt. Doch bereits um das Jahr 1000 drangen deutsche Siedler in das bis dahin von Slawen bewohnte Gebiet vor. Das Stadtrecht erhielt Weida 1209. Die Stadt selbst entwickelte sich zu Füßen der zwischen 1163 und 1193 erbauten, damals also neuen Burg. Zwischen 1406 und 1427 verlor Weida jedoch an Bedeutung durch kostspielige Kriege und Erbteilungen. Auch Regierungssitz blieb Weida nicht. Um 1600 war Weida eine typische Ackerbürgerstadt. Die Menschen lebten vom Tuchmachen, Zeugmachen, Töpfern, Gerben, Schustern und von den Ackerbauerträgen. Am 9. August 1633 eroberte das Holcksche Regiment auf Befehl Wallensteins die Stadt und setzten sie und die Burg in Brand. 1643 wird nach der Verwüstung durch schwedische Truppen ein Waffenstillstand geschlossen. 1648 beginnt der Wiederaufbau der Stadt. Im Laufe der Geschichte erlitt Weida wie so viele andere Städte in Mitteldeutschland noch erhebliche Belastungen. Ob nun 1661 durch ein Hochwasser und 1687 durch einen Stadtbrand, schwere Schäden entstanden immer. 1717 verlegte Herzog Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz seinen Regierungssitz in die Osterburg. Kurz darauf blühten Handwerk und Gewerbe in der Stadt wieder auf. Die erste Manufaktur entstand und begründete die Textilindustrie, welche Weida durch die nächsten Jahrhunderte begleiten und die Stadtentwicklung bestimmen sollte. Bis 1900 wurde aus Weida ein bedeutender Industriestandort. Bis zum Ersten Weltkrieg hält der wirtschaftliche Aufschwung an. Dann wurde es schwieriger, trotz der Eingemeindung von Liebsdorf. Ab 1952 gehörte Weida zum Bezirk Gera. Die Altbausubstanz verfällt. 1990 gehört Weida wieder zum Land Thüringen. Die industrielle Produktion geht zurück, die Einwohnerzahl sinkt unter 10.000 Einwohnern. Doch die Stadtväter ließen sich davon nicht verdrießen. 1995 beschloss der Stadtrat ein Sanierungsgebiet Weida Innenstadt. Insgesamt geht die Entwicklung spürbar wieder voran. Demnächst wird mit dem TLG-Projekt Weidabogen wieder etwas entstehen, worüber die Weidschen sprechen, aber auch spekulieren. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie exklusiv im Stadtgespräch bei TVO Mitte Oktober. Tja, zwischen uns steht jetzt Günther Morsbach und die ganz treuen Zuschauer unter Ihnen, die kennen ihn sicherlich aus unserem Wirtschaftsmagazin. Er ist eigentlich immer vertreten, wenn es irgendwie um Wirtschaft geht und so auch im nächsten Monat, denn da finden hier in Gera wieder die Wirtschaftstage statt. Herr Morsbach, was kommt denn da genau auf uns zu? Ja, erstmal eine grandiose Eröffnung. Ministerpräsident Vogel kommt nach Gera und wird die diesjährigen Wirtschaftstage eröffnen. Und anschließend haben wir dann eine Diskussionsrunde, Ministerpräsident mit Landräten und Oberbürgermeister aus Ostthüringen zum Thema, was ist los in der Region. Wir haben anschließend Workshops zu interessanten Themen wie Business im Internet oder Finanzierung von Investitionen und Direktmailing. Das sind die Referenten von der Post AG und von den Banken. Also das wird schon mal ein ganz abgerundetes Programm in dem ersten Teil. Und wie jedes Jahr haben wir für den zweiten Teil prominente Referenten von außen geholt. Ich darf die Namen heute noch nicht verraten, aber die Verträge werden die nächsten Tage unterschrieben. Nur soweit, der eine ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, der ganz viele Orden an der Brust hat, weil er es so gut macht und er wird über seine Erfolgsrezepte da reden. Und der zweite ist ein amerikanischer prominenter Wirtschaftsjournalist, der nach Gera kommt. Das klingt ja wahnsinnig interessant, das bezog sich jetzt aber alles auf den ersten Tag. Was wird denn am zweiten Tag passieren? Am zweiten Tag haben wir etwas, was vorher noch nie da war. Die Sparkasse präsentiert Start-up-Gründungsunternehmerkonzepte und ist eine hochinteressante Idee. Berufsschüler haben sich Gedanken über Unternehmenskonzepte gemacht unter der Prämisse, was würde ich tun, wenn ich mich selbstständig mache. Und da sind so tolle Konzepte dabei rausgekommen, dass wir gesagt haben, die Berufsschüler, die da bei dem Wettbewerb dabei waren, die sollen das den Unternehmern mal am zweiten Tag vorstellen. Vielleicht ergibt sich daraus gleich irgendeine Zusammenarbeit oder dass man sagt,
der ist so pfiffig, den hole ich mir gleich in die Firma, sobald er mit der Ausbildung fertig ist. Anschließend haben wir wieder, wie im letzten Jahr, von Unternehmen für Unternehmer. Wir haben 3 Unternehmer aus der Region gewonnen, die sehr, sehr erfolgreich sind und die ihre Unternehmensstrategie vor den ganzen Besuchern klarlegen werden. Also auch hier kann man viel lernen, und zwar eben von Unternehmern aus der Region. Wie im letzten Jahr haben wir dann einen prominenten ostdeutschen Erfolgsunternehmer noch geholt als Schlussreferent. Und das ist Klaus Berker von der Analytik AG Jena, die gerade an die Börse gegangen sind. Und der kann uns natürlich richtig erzählen, was man mit dem vielen Geld von der Börse macht, wie man das in die Zukunft investiert. Krönung des zweiten Tages ist die Verleihung des Innovationspreises. Dieses Jahr so viele Bewerber wie noch nie. Streng geheim, wer den Preis kriegt. Das ist wie bei der Oscar-Verleihung. Es wird auf der Bühne aufgerissen und dann verkündet, wer von den 24 Bewerbern der Sieger ist. Wen es interessiert, der sollte also auf alle Fälle die Wirtschaftstage am 25. und 26. Oktober hier in Gera nicht verpassen. Immerhin ist die Wirtschaft auf alle Fälle ein wesentlicher Faktor oder überhaupt der hauptbestimmendste Faktor dafür, dass Ostdeutschland, viele Regionen, viele Städte einen Aufschwung erleben. Nicht nur solche großen Städte wie Berlin oder Städte im Maßstab von Gera, sondern auch Dörfer. Und wie es zum Beispiel in Steinsdorf vorangeht, das sehen Sie jetzt. Den folgenden Beitrag präsentiert Engotel, Ihre Telefongesellschaft. Getreu dem Motto, ohne Fleiß kein Preis, haben die Einwohner der Gemeinde Steinsdorf mit ihren Ortsteilen Schüpditz, Leutsch und Grevenbrück in den zurückliegenden Jahren fleißig Hand angelegt. Straßen lassen die Gemeinde in einem neuen Licht erscheinen. Rund 5,5 Millionen Mark sind in die Dorferneuerung geflossen. Hinzu kommen noch eine ganze Menge Eigenkapital der Bürger. Der Erfolg hat nicht lange auf sich warten lassen. Im Juli wurde die Gemeinde im Rahmen des europäischen Wettbewerbs zur Dorferneuerung mit einem Preis in der Sparte besondere Leistungen im einzelnen oder mehreren Teilbereichen bedacht. Die Ehrung wird am 12. Oktober in Kaiserslautern erfolgen. In Steinsdorf ist diese Auszeichnung seit Wochen Gesprächsthema. Doch was sagen die Bürger zu dem Erreichten? Die sind alle mit einverstanden, freuen sich sogar. Ja? Kann doch gar nicht besser sein. Die Steinsdorfer sind stolz auf diese Auszeichnung. Ich denke, man sieht auch, wenn man sich den Ort anschaut, dass in den letzten Jahren viel passiert ist. Es sind eine Menge Fördermittel geflossen und die privaten Eigentümer haben auch sehr gut mitgezogen. Ich glaube, dass die Steinsdorfer zu Recht stolz sein können auf das, was in den letzten Jahren hier gelaufen ist, was sie geleistet haben. Die positive Resonanz ist schon eigentlich im überwiegenden Teil. Ich meine, Meckerer gibt es überall, aber man sieht es ja an unserem schönen Steinsdorf, wie schön es geworden ist. Natürlich haben die Bevölkerung schon auch sehr viel getan, mit finanziell unterstützt und auch so. Man sieht es ja an den schönen Gärten und den ganzen Häusern, wie sie sich wirklich ins Zeug gelegt haben. Voller Stolz sind wir auf die Auszeichnung, die wir am 12. Oktober im Rahmen des europäischen Wettbewerbs erhalten werden. In Vorbereitung der Dorferneuerungsmaßnahmen wurde unter Führung des Planers ein Gremium gebildet, in dem interessierte Bürger sich mit ihren Vorschlägen und Hinweisen an der Dorferneuerungsmaßnahme einbringen konnten. Aber auch die Bürger untereinander standen im Wettbewerb, indem sie Verschönerungsarbeiten durchführten. Das zeugt davon, dass liebevoll gestaltete Fachwerkhäuser und Vorgärten in Ordnung gebracht wurden. Unter anderem wurden folgende Maßnahmen realisiert, wie die Sanierung und der Um- und Ausbau von 3 gemeindeeigenen Wohngebäuden. Ein älteres Wohngebäude in Schüpditz wurde umgestaltet, dass unsere Heimatstube untergebracht werden konnte. 3 Kinderspielplätze wurden gebaut. Die alte Konsum-Verkaufsstelle wurde zu einer modernen Landfleischerei umgestaltet. Als im Mai diesen Jahres durch eine Kommission das Dorf unter die Lupe genommen wurde, dachte wohl kaum einer daran, später einen Preis zu bekommen. Es ist zweifelsohne ein Preis, der allen Steinsdorfern gehört. Am 7. Juli wurde dann die Hoffnung zur Gewissheit, als man aus Erfurt die Mitteilung erhielt, einen Preis zu bekommen. Was sich jedoch dahinter verbirgt, bleibt bis zur Preisverleihung ein Geheimnis. Kein Geheimnis ist dagegen, wie die Steinsdorfer Bürgerinnen und Bürger motiviert wurden. Wie schon gesagt,
haben wir eine Ortsbegehung durchgeführt und die Bürger konnten so ihre Hinweise einbringen, was im Ort neu gestaltet werden müsste bzw. was noch verbessert werden konnte. Wie zum Beispiel auch die Straßen wurden in der Gemeinde Steinsdorf unter grundhaften Ausbau unterzogen. Die Wünsche der Bürger spielten eine sehr große Rolle. Die Ehrung ist ein Beleg dafür, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Auch wenn es in den kommenden Jahren noch einiges zu tun gibt. Fakt ist, in Steinsdorf können sich alle Pudel wohlfühlen. Ihr Autohaus Gera Nord lädt ein zum diesjährigen Herbstfest am Sonntag, dem 1. Oktober. Mit Bauernmarkt, Trachtenmodenschau und natürlich alles Wissenswerte rund ums Auto. Nutzen Sie in der darauffolgenden Woche auch unsere Sonderpreisaktion. Ihr Autohaus Gera Nord, Siemensstraße 47. Wir freuen uns auf Sie. Kennen Sie schon unser attraktives Bonuspunktesystem? Wir informieren Sie gern. Fahrschule Schambach, Reichsstraße 42 in Gera, Telefon 730 1026. Hätte er besser nachgesehen, wann was los ist. Infofinder24.de. Suchen, finden, informieren. Täglich 24 Stunden lang. Ja, wir sind jetzt hier auf unserer Runde durch Gera Media beim Stand der AOK angekommen. Und das, was hier neben mir steht, das ist eine ganze Kiste voller Bälle. Sag mal, Andreas, was schätzen du, wie viele sind da drin? Ja, erstens sind das Igelbälle, weil die wie Igel aussehen. Die sind sehr gut für Massagen und ich glaube, es sind 500 Stück drin. Einfach so aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch heraus? Aus dem Bauch heraus, ja. Geschätzt. Und das Wort Bauch ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Ja, denn bei unserer nächsten Telefitness, die Sie jetzt sehen werden, geht es auch um das Thema Bauch. Und vielleicht geht es dann auch mit dem Schätzen etwas besser, hm? Telefitness wird präsentiert vom Gesundheitstreff Impuls. Die gesündere Alternative. Hallo liebe Zuschauer, wir heißen Sie recht herzlich willkommen zur Telefitness, diesmal zum Thema rund um den Bauch. Sie begeben sich bitte auf den Boden, über die Seitlage, in die Rückenlage. Sie schieben Ihre Beine so weit nach vorn, dass die Fußspitzen gerade noch den Boden erreichen. Die Füße und die Knie haben einen Abstand. Sie ziehen die Füße nach oben, stemmen die Fersen fest in den Boden, drücken das Kreuz auf die Unterlage, machen den Bauch ganz fest, heben den Kopf nach oben an, das Kinn bleibt am Hals, Blickrichtung nach vorne, ein Stückchen weiter nach oben, bis Sie den Bauch spüren. Atmen Sie oberflächlicher und ruhig weiter, halten Sie diese Spannung. Weiter atmen. Langsam Wirbel für Wirbel wieder nach unten gehen, den Kopf ablegen, Füße entspannen. Noch einmal, die Füße nach oben ziehen, die Fersen fest einspannen, das Kreuz auf die Unterlage drücken, den Bauch festmachen. Wir heben die Arme mit ab vom Boden, Kopf einrollen, nach oben kommen bis an die Grenze, wo Sie den Bauch spüren. Er darf zittern, er darf warm werden. Atmen Sie weiter. Versuchen Sie nicht, die Luft anzuhalten und zu pressen. Das Kreuz bleibt fest unten. Noch 10. Noch 9. Noch 8. Noch 7. Halten Sie durch. Noch 6. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2 und langsam zurückrollen, ablegen, lösen, ganz locker lassen. Das Ganze dynamisch in der Bewegung. Sie ziehen wieder die Fußspitzen nach oben. Hände mit nach oben nehmen, den Kopf einrollen, das Kreuz bleibt fest unten liegen. In kleinen Bewegungen an die Grenze ran, von der Grenze wieder zurück. An die Grenze, zurück. Hoch, ab. Hoch an die Grenze, ab. Hoch an die Grenze, ab. Hoch an die Grenze, ab.
hoch an die Grenze, ab. Gleichmäßig ziehen, ohne Schwung, hoch, ab. Hoch, ab. Hoch, ab. Noch fünf. Noch vier, atmen Sie weiter. Noch drei. Noch zwei. Den letzten noch. Und zurückrollen, ablegen. Ganz locker lassen. Die Fußspitzen entspannen. Sie ziehen das rechte Bein zum Körper ran. Auch hier wieder die Fußspitzen nach oben kippen, auch vom linken Fuß. Den Kopf reinrollen. Die linke Hand von innen gegen das Knie. Ziehen Sie das Knie so weit ran, dass es Ihnen möglich ist, die Hand von innen zu stemmen. Der Kopf bleibt oben und Sie drücken die Hand fest von innen gegen das Knie. Atmen Sie weiter. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Knie wegschieben. Fest oben bleiben. Die Spannung sollten Sie unter dem linken Rippenbogen spüren. Atmen Sie weiter. Bleiben Sie in dieser Stemmführung. Bleiben Sie dort. Atmen Sie. Sehr schön. Merken wir alle den Bauch? Langsam wieder aus dieser Position zurückgehen. Den Fuß langsam abstellen. Wirbel für Wirbel nach unten ablegen. Ganz locker. Die andere Seite, genauso schön. Wir ziehen wieder die Fußspitzen nach oben. Ziehen das linke Knie zum Bauch ran. Die rechte Hand kommt von innen und stemmt dagegen. Der Kopf bleibt oben. Achten Sie darauf, dass das Kinn nicht nach hinten wegkippt. Bleiben Sie in dieser Position. Die Spannung sollten Sie diesmal unter dem rechten Rippenbogen spüren. Das Kreuz bleibt immer noch fest unten. Atmen Sie ruhig weiter. Bleiben Sie dort. Sehr schön. Lassen Sie den Bauch ruhig zittern, warm werden. Langsam wieder nach unten abstellen. Und Wirbel für Wirbel wieder zurückrollen. Auch hier ganz locker lassen. Die Fußspitzen etwas weiter ranziehen zum Körper. Wir legen den rechten Fuß vor das linke Knie. Die linke Hand nehmen wir hinter den Kopf, sodass die Hand das Hinterhaupt stützt. Den Ellenbogen lassen wir zum rechten Knie zeigen. Der Unterarm liegt am Kopf an. Langsam nach oben aufrollen und die Ellenbogenspitze in Richtung des Knies zeigen lassen. Bleiben Sie in dieser Position. Und jetzt in kleinen Bewegungen in Richtung Knie ziehen. Zug, ab. Zug, ab. Zug, ab. Zug, ab. Zug und ab. Sehr schön. Atmen Sie dabei weiter. Achten Sie darauf, dass das Becken nicht mit auftritt. Sehr schön. Noch fünf. Noch vier, noch drei, zweimal noch und das letzte Mal ablegen, absetzen das Bein, durchatmen und die andere Seite genauso schön noch einmal. Wir setzen den linken Fuß vor das Knie, achten wieder darauf, dass das Becken nicht mit auftritt in der Bewegung. Die rechte Hand unter dem Kopf gelagert. Ellenbogen zeigt in Richtung des linken Knies. Nach oben hochkommen, Ellenbogen in die Richtung drehen. In kleinen Bewegungen ziehen. Und ab. Und ab. Sehr schön. Und ab. Beckenhälfte bleibt liegen. Die Spannung spüren wir hier wieder unter dem rechten Rippenbogen. Das Knie nicht ganz so weit nach vorne ziehen lassen. Sehr schön. Und ab. Und ab. Spüren wir den Bauch schon? Sehr gut. Atmen Sie weiter. Versuchen Sie nicht, die Luft anzuhalten oder gar zu pressen. Noch fünfmal. Noch viermal. Sehr schön. Dreimal noch. Zweimal gleich geschafft. Das letzte. Und ablegen. Das Bein wieder nach unten absetzen. Bei der nächsten Übung kommen wir noch einmal zu den geraden Bauchmuskeln.
Sie nehmen ein Bein zum Bauch, ziehen das andere dazu, verschränken die Beine in der Luft und zwar ziehen sie die Beine so weit ran, dass sie weit genug am Körper sind. Den Kopf heben sie an und stützen ihn wieder mit den Händen am Hinterhaupt. Langsam das Becken kippen und dabei die Beine in Richtung Decke drücken. Kleine Bewegung, nicht mit Schwung. Nach oben und ab, nach oben. Der Oberkörper bewegt sich gar nicht mit. Die ganze Bewegung kommt von unten. Sehr schön. Gleichmäßig ziehen, atmen weiter. Weiter. Das Becken nicht mit Schwung nach oben. Nur durch die Bauchmuskulatur kippt das Becken und die Beine gehen nach oben in Richtung Decke. Noch fünf. Noch vier. Schön weit nach oben. Noch drei. Lassen Sie den Kopf nach oben. Zwei. Das letzte Mal. Die Beine angebeugt lassen, den Kopf ablegen. Ganz locker lassen, durchatmen. Ein letztes Mal die Beine noch einmal nach oben nehmen. Weit genug zum Körper ranziehen, den Kopf wieder stützen, nach oben. Ziehen, ab. Ziehen und ab. Ziehen und ab. Ziehen und ab. Sehr schön. Und ab. Und ab. Zug. Und ab. Zug. Und ab. Noch fünf. Durchhalten und atmen. Vier. Dreimal noch. Bis an die Grenze ran. Der Bauch darf zittern. Letzte Mal. Und ab. Langsam beide Beine nacheinander wieder abstellen. Lassen Sie die Beine angestellt. Legen Sie die Hände auf den Bauch. Atmen Sie ganz bewusst durch die Nase ein. Versuchen Sie bei der Einatmung die Luft in den Bauch hineinzubekommen. Beim Ausatmen sollten sich die Hände wieder senken. Einatmen durch die Nase. Der Bauch drückt die Hände nach oben. Ausatmen durch den Mund. Die Hände sinken wieder. Ein. Wieder aus. Die Beine nacheinander langsam nach unten strecken. Die Arme nach oben. Ganz bewusst einatmen durch die Nase. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit der Einatmung den Körper auseinanderziehen. Bauchmuskulatur weitet sich wieder. Atmen Sie im eigenen Atemrhythmus. Letztes Mal tief ein. Wieder aus. Wir drehen uns über die Seite nach oben, kommen wieder zum Sitz. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann zur nächsten Stunde mit der Dani wieder. Halten Sie für die nächste Stunde ein Handtuch bereit, diesmal zum Thema Ganzkörpertraining. Ja, es war sehr schön. Ich habe eine Menge Mädchen getroffen. Ja. Aber es gab natürlich jede Menge über Medien zu erfahren, über Medien. Habe ich auch. Also ich habe eine Menge Gespräche geführt. Ich hoffe, die waren für Sie genauso interessant wie für uns. Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Ostthüringen-Schau. Sie können uns wiedersehen am Samstag mit der neuen Ostthüringen-Schau. Und am Dienstag kommt dann schon wieder Sport lokal. Bis dahin, tschüss. Und auf Wiedersehen.